Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es wird mal wieder Zeit für ein neues Food Diary mit meinen Kindern. Diesmal wird es aber fast ausschließlich nur ein Food Diary von meinen Kindern sein. Ich faste ja aktuell noch. Heute ist mein 26. Fastentag. Ich faste vorrangig mit Gemüsesäften, mit Säften aus grünem Blattgemüse, auch mit ein bisschen Obstsäften und Kokoswasser. Ich habe an einem Tag meine Säfte mitgefilmt. Ihr seht in diesem Video, was meine Söhne an 4 aufeinanderfolgenden Tagen essen. Dieses Food Diary ist nicht 100% vegan. Es gibt 2 tierische Produkte, einmal Ei und einmal Rohmilchbutter, die meine Jungs ab und zu essen. Ich werde ja auch ab und zu nach Nahrungsergänzungsmitteln gefragt, die meine Kinder einnehmen. Das werdet ihr auch im Laufe des Videos sehen. Da stelle ich ganz kurz die Nahrungsergänzungsmittel vor, die meine Jungs zu sich nehmen. Los geht's. Meistens starten meine Jungs grün in den Tag. Es gibt als erstes eine kleine Portion grüner Saftkomplex für jeden. Das ist ein Grassaftpulver aus hochwertigen Zutaten wie Kamutgras, Weizengras, Gerstengras, Hafergras und Alfalfasprossen. Diese Lebensmittel werden schonend gepresst und dieser Saft daraus wird schonend getrocknet. Hier seht ihr zum Beispiel auch mal das Glas grüner Saftkomplex von Lebenskraft pur. Und bei Bedarf vermischt man einfach ein bisschen Pulver mit Wasser. Und diese kleine Portion an grüner Saftkomplex hat es schon in sich, ist sehr nährstoffreich und enthält das wertvolle Chlorophyll. Danach gibt es für meine Jungs Spirulina-Presslinge. Spirulina ist eine Mikroalge. Für meinen Ältesten gibt es 9 Stück, für den Jüngsten gibt es 6 Stück. Und ich möchte nochmal ausdrücklich betonen, für mich sind diese beiden Produkte keine Nahrungsergänzungsmittel. Das sind für mich einfach Lebensmittel. Hier schon zwar verarbeitet und als Saft gepresst und dann getrocknet, aber trotzdem nicht großartig isoliert oder weiterverarbeitet. Und auch Spirulina-Presslinge sind ja ein Lebensmittel. Ich hatte schon in einigen Food Diaries Presslinge aus Spirulina oder Chlorella gezeigt und da gab es manchmal Kommentare nach dem Motto, wenn deine Jungs sich gesund ernähren würden, bräuchten sie keine Tabletten zu sich zu nehmen. Also, das ist hier ein Lebensmittel, die Spirulina-Alge, die wird einfach getrocknet und dann zu so einer Tablette gepresst. Das ist jetzt keine Tablette oder kein Medikament, wie man das sonst normalerweise kaufen kann, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Das ist einfach ein hochwertiges, ganzes Lebensmittel, einfach nur in getrockneter Form. Circa 20 bis 30 Minuten nach der Einnahme des Grassaftes und der Spirulina-Presslinge gibt es für meine Jungs Orangen, für meinen Jüngsten in Form eines Orangensaftes und mein Ältester liebt aktuell Orangen in Scheibenform. Das ist der zweite Teil des Frühstücks für meine Jungs. Nach den Orangen gibt es einen Beerenshake. Für meinen Ältesten eine schöne große Portion. Er liebt es, diesen Beerenshake in einem 1-Liter-Glas aus einem Glasstrohhalm zu trinken. Der Beerenshake besteht aus reifen Bananen, gefrorenen Himbeeren, gefrorenen Heidelbeeren, ein paar Datteln zum Süßen, ein bisschen Vanillepulver, das ist unser Lieblingsgewürz, ein Teelöffel Hagebuttenpulver. Ich habe auch kürzlich ein Video veröffentlicht zur Hagebutte, wo ich auch zeige, wie ich dieses Pulver selber herstelle. Wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Und Wasser gebe ich dann noch dazu und dann mixe ich das alles in unserem Hochleistungsmixer und heraus kommt dieser wundervolle, bärige Shake. Es ist jetzt gegen 13 Uhr. Silas hat sich geröstetes Brot mit Rohmilchbutter gewünscht. Das ist ein glutenfreies Brot. Das ist eine Backmischung aus dem Bioladen gewesen auf Basis von Reismehl. Mein Ältester bleibt noch ein bisschen bei Frischkost. Es gibt Paprika, selbstgezogenes Sonnenblumenkerngrün und einen herzhaften Snack aus Kokosnussfleisch. Das ist mariniert mit Sojasauce, Paprikapulver, Edelsüß, Ingwerpulver und Knoblauch und wird im Dürrofen bei ca. 40 Grad gedürrt. Wir sind gerade draußen in der wundervollen Natur in einer sehr warmen Februarsonne und machen hier so ein bisschen Picknick. Wir sind gerade in unserem Lieblingspark. Die Jungs trinken gerade Tee, Bergkräutertee. Und wir haben hier natürlich auch ein kleines Picknick. Für die Jungs gibt es noch jeweils ein Brötchen. Das ist ein Haferdinkelsemmel aus dem Bioladen mit Rohmilchbutter bestrichen. Und dann gibt es hier noch ein bisschen was Süßes, selbstgetrocknete Apfelringe, selbstgemachtes Himbeerfruchtleder, gekaufte grüne Rosinen und
ein Lieblings-Knusper-Schokomix von Silas. Ne? Das ist der Cashew-Knusper-Mix von Lebenskraft pur. Und ich faste ja noch. Heute ist mein 22. Fastentag, genau. Ich habe mir zwei grüne Säfte gepresst. Ganz links in der Flasche, das ist reiner Sellerie, Stangenselleriesaft. Und rechts in der Flasche, das ist ein Grünkohl-Apfelsaft. Wir werden jetzt auf alle Fälle hier noch ein bisschen die Natur genießen, die Sonne genießen, vielleicht glaube ich auch mal ein bisschen barfuß. Und die Jungs haben ihre Bücher mit. Was sind das für Bücher? Minecraft Kreative, wie man baut. Und dann habe ich noch ein anderes Buch. Märchenbuch. Was? Märchenbuch. Dieses... magische Tiere, irgendwas, ja, das, ne? So eine Geschichte. Schule der magischen Tiere. Die Schule der magischen Tiere. Ich habe auch ein Buch mit. Und zwar das Handbuch... Das Freilerner-Handbuch habe ich mit, das werde ich jetzt auch gleich lesen. Ich habe Handbuch für Redstone. Das ist eher, ja. Jetzt habe ich doch mal mein Buch aus der Fahrradtasche geholt. Das meine ich, das große Unschooling-Handbuch Freilernen, die ganze Welt als Klassenzimmer. Da geht es vor allem um Freilerner-Eltern, Freilerner-Kinder aus den USA. Es ist sehr interessant, mit was lernen Freilerner-Kinder, wie lernen Freilerner-Kinder, mit welchen, also welche Materialien nutzen sie dazu, welche Fähigkeiten bauen sie aus. Also wirklich ein sehr spannendes Buch, kann ich empfehlen, wenn man sich für diese Thematik Freilernen interessiert. Vor der Abendmahlzeit gibt es für die Jungs nochmal einen kleinen Snack. Der Silas, der Kleine, hat sich nochmal den Cashew-Kakao-Mix ausgesucht. Da war ja heute schon in der Büchse, als wir draußen in der Natur verweilten. Und für Simon gibt es nochmal einen schönen Rohkostteller mit Paprika, Möhren, Posteleien, einem wundervollen, knackigen, grünen Winterblattgemüse, Gurke mit ein bisschen Kresse und Wilderdnüsse, die habe ich auch aktiviert, also in Wasser eingeweicht, den Keimprozess gestartet und dann wieder getrocknet, so sind sie leichter und besser verdaulich. Abendmahlzeit für meine Jungs ist fertig. Es gibt Kartoffeln mit selbstgemachter brauner veganer Soße. Für meinen Jüngsten gibt es noch Räuchertofu dazu und Kartoffeln und Soße will er mal auf einen Extrateller. Und für meinen Ältesten, für den Simon, gibt es zu den Kartoffeln, der braunen Soße und Tofu-Würfeln, also Räuchertofu-Würfeln angebraten, noch gedämpfte grüne Bohnen mit gedämpften Zwiebeln. Ich habe heute den ganzen Tag nur grün getrunken. In der Natur gab es ja auch zwei grüne Säfte. Dann habe ich circa vor ein, zwei Stunden noch zwei kleine Portionen grüne Säfte getrunken von Freunden, die sich heute auch grüne Säfte gemacht haben. Der eine grüne Saft war auf alle Fälle mit Petersilie und Minze und Apfel und eventuell Gurke war noch darin enthalten. Und dann hatte ich noch einen kleinen grünen Saft, das war Stangensellerie mit Trinkkokosnusswasser. Und hier seht ihr auch grüne Säfte. Das sind zwei verschiedene grüne Säfte. Im rechten Saftglas befindet sich ein Saft aus Gurken, Stangensellerie und selbstgezogenem Erbsengrünkraut. Im linken Glas befindet sich ein grüner Saft bestehend aus Gurke, Birne, ein bisschen Postelein und Spinat. Für Simon gibt es jetzt noch Nachtisch, gefüllte Datteln. Da hatte ich ja kürzlich auch ein Video dazu hochgeladen. Das kann ich euch in den Infokarten verlinken. Simon, was ist denn deine Lieblingssorte davon? Wir haben Kokos, Pistazie, Nüsse, Kakao. Die Pistazien, da ist noch eine gefüllte Dattel mit Pistazien, passte da, aber ich glaube, in der Büchse haben wir noch mehr. Für Silas, meinen Jüngsten, gibt es jetzt noch eine kleine Portion geröstete Erdnüsse, die ich gerade frisch geknackt habe. Für Silas gibt es eine zweite Portion geröstete Erdnüsse. Zweiter Tag, die Jungs starten wieder mit einer kleinen Portion grüner Saftkomplex und mit Spirulina-Pressling. Das ist der erste Teil des Frühstücks für die Jungs. Für Silas gibt es frisch gepressten Orangensaft und für meinen Ältesten Kiwischeiben und Granatapfelkerne. Das ist der zweite Teil des Frühstücks, beziehungsweise nicht wirklich Frühstück, ist schon fast Mittag. Meine Jungs haben heute spät begonnen zu essen. Vor einer halben Stunde gab es das Obst, beziehungsweise den Orangensaft. Jetzt gibt es für meine Jungs glutenfreies getoastetes Brot. Das ist eine Backmischung aus dem Bioladen auf Reismehlbasis. Das Brot lässt sich ein bisschen schwierig schneiden. Da sind noch ein paar Ecken abgebrochen. Zu diesem Brot gibt es selbstgemachten Schokoaufstrich aus Haselnussmus, Aprikosenkernmus, Kakaopulver in Rohkostqualität, Vanillepulver etwas und Yakon-Sirup zum Süßen. So ein ähnliches Rezept habe ich auch schon hier auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Ich verlinke euch das Video oben in den Infokarten.
Und hier ist die zweite Portion. Zwei Jungs, zwei Portionen glutenfreies Brot mit selbstgemachtem Schokoaufstrich. Wir machen jetzt noch einen kleinen Ausflug raus in die Natur. Und der Simon hat sich noch ein bisschen Proviant mitgenommen, beziehungsweise isst er das jetzt noch, bevor wir losgehen. Getrocknete Mango von Keimling in Rohkostqualität und selbstgemachtes Beerenfruchtleder aus reifen Bananen, gefrorenen Himbeeren, gefrorenen Heidelbeeren und ich glaube ein bisschen Dattel noch dabei. Wir sind gerade wieder in der Natur unterwegs, sind in unseren Lieblingspark gefahren und sitzen am Fuße unseres Lieblingsbaumes und machen wieder eine kleine Rast, nehmen uns Zeit zum Lesen. Und für die Jungs gibt es auch noch einen kleinen Snack. Die Jungs haben wieder ihren Tee dabei und hier gibt es noch ein bisschen Proviant. Der Simon hat noch ein paar Stücke Mango mit in die Büchse gelegt, weil er es nicht mehr ganz geschafft hat vor der Abfahrt. Dann gibt es wieder selbst getrocknete Apfelstücke, Mandeln, die sind aktiviert, also 20 Stunden eingeweicht. Also der Keimprozess ist aktiviert worden, dann habe ich sie wieder zurückgedörrt. Und kann sie so auch gut lagern und habe immer leicht verdauliche Mandeln da. Und dann gibt es noch ein paar Cashewnüsse. Wir sind von unserem Naturausflug zurück. Es ist so gegen 16 Uhr. Für die Jungs gibt es jetzt selbst gebackenen Schokoladenkuchen. Der ist vegan, glutenfrei und nur mit Dattelzucker gesüßt. Ich hatte auch schon zu diesem Rezept ein Video hochgeladen. Ein sehr leckerer Kuchen. Mein Jungs schmeckt der total gut. Ich verlinke euch das Video oben in den Infokarten. Für meinen Ältesten gibt es jetzt einen Teller mit Rohkost, Möhren, Paprika, Wurzelpetersilie, Gurken, dann selbstgezogene Sprossen, das sind Linsensprossen und selbstgezogenes Grünkraut aus Erbsen und Sonnenblumenkernen. Hier seht ihr die Abendmahlzeit für meine Jungs. Für meinen Jüngsten gibt es erstmal eine Portion Gemüse, das ist gedämpfter Blumenkohl mit etwas Salz. Für ihn gibt es dann später noch was. Und für meinen Ältesten gibt es seinen Lieblingsgulasch, das ist veganer Linsengulasch mit Kartoffeln und Möhren, ein bisschen Zwiebel, Knoblauch, Tomatenmark, Senf. Dann ist auch noch Petersilie dabei und angebratener Räuchertofu. Das ist die Abendmahlzeit von Silas. Das ist eine Portion Quinoa. Den koche ich mit Wasser. Dann wird er mit ein bisschen Salzsole und Sojasauce gewürzt. Da kommen noch ein paar Hefeflocken dazu und eine kleine Menge Mandelpüree. Für die Jungs gibt es jetzt noch Nachschlag. Für den Silas nochmal Quinoa und für den Simon nochmal eine Portion veganen Linsengulasch. Am Abend gibt es für die Jungs mal wieder Chlorella-Presslinge. Chlorella sind Mikroalgen und die liegen hier in getrockneter und gepresster Form vor. Und für den Ältesten gibt es 12 Stück und für den Kleinen 8 Chlorella-Presslinge. Ich werde öfters mal gefragt, ob meine Jungs Nahrungsergänzungsmittel einnehmen und wenn ja, welche. Also meine Jungs nehmen regelmäßig Vitamin B12 und Vitamin D3. Nicht jeden Tag, aber regelmäßig. Das hier ist das Vitamin B12 von Green Food. Das besteht einfach nur aus Zellulose und Vitamin B12. Die schmecken nach nichts, die schmecken ganz neutral und die werden einfach so in den Mund gelegt, unter die Zunge gelegt und löst sich das dann langsam auf. Von diesem Vitamin D3 nehmen sie regelmäßig einen Tropfen ein. Das ist ein veganes Vitamin D3. Das besteht einfach nur aus MCT-Öl und Vitamin D3. Ab und zu nehmen die Jungs auch dieses Vitamin D3 K2-Komplex, da ist eben noch K2 dabei. Dieses Vitamin ist allerdings nicht vegan. Das Vitamin D3 wird aus Schafwolle gewonnen, wie ich mir aber versichern lassen habe, nachhaltig. Also es besteht aus Vitamin D3, K2 und Kokosöl. Ihr findet die Links zu den drei Präparaten unten in der Infobox oder im ersten angepinnten Kommentar. Zuerst starten die Jungs mit Grün für heute. Es ist gegen 11 Uhr. Es gibt wieder eine kleine Portion grüner Saftkomplex und für jeden ein paar Spirulina-Presslinge. Nach dem Grün gibt es für den Kleinen einen frisch gepressten Orangensaft. Nach dem Orangensaft hat sich Silas geröstetes Brot mit Rohmilchbutter gewünscht. Das ist wieder selbstgebackenes glutenfreies Brot. Für die Jungs gibt es jetzt den Saft einer Trinkkokosnuss. Für Simon ist es das erste nach dem Grassaft und
den Spirulina Pressling. Simon hat seine Kokosnuss jetzt ausgetrunken und löffelt jetzt mit Vergnügen das Kokosfruchtfleisch. Schmeckt es? Mhm. Simon hat jetzt nur ein kleines bisschen von dem Kokosnussfleisch gegessen. Er hat jetzt Appetit auf selbstgemachten, rohveganen, glutenfreien Apfelstrudel. Ein sehr, sehr leckeres Rezept, was es vor allem bei uns im Winter regelmäßig gibt. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich das Rezept dazu auch schon hochgeladen. Ihr findet es oben in den Infokarten. Silas, der Kleine, hat sich jetzt ein Rührei gewünscht. Das ist ein Rührei aus 3 Eiern und etwas Salz. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt wieder ein paar Stücke von dem selbstgemachten glutenfreien Schokokuchen. Und für Simon gibt es ein gekauftes Gebäckstück. Das ist eine vegane Cashew-Quinoa-Ecke. Für meinen Ältesten gibt es jetzt einen Rohkost-Teller. Er hat sich ganz viel Paprika gewünscht. Dazu gibt es Möhren, selbstgezogenes Erbsen- und Sonnenblumenkerngrün, selbstgezogene Linsensprossen. Dazu Walnüsse, die habe ich auch schon eingeweicht, also den Keimprozess aktiviert und dann wieder gedörrt. Und Simons aktueller herzhafter Lieblingssnack aus Kokosnussfleisch, was gewürzt wird und dann getrocknet wird. Abendmahlzeit für die Jungs ist fertig. Für den Silas gibt es eine frisch gekochte Kürbissuppe. Da ist Hokkaido-Kürbis enthalten, ein bisschen Pastinake, ein bisschen Lauch, ein bisschen Möhre, Kartoffeln und Kokosmus. Dazu gibt es geröstetes Brot. Das sind so ein paar Bruchstücke von diesem glutenfreien Brot, was ich selbst gebacken habe. Die habe ich einfach in der Pfanne ohne Fett so ein bisschen angeröstet. Und für Simon gibt es noch einen kleinen Rest vom gestrigen Linsengulasch mit Räuchertofu. Für Simon gibt es jetzt noch einen Nachschlag zum Abendbrot. Er hatte ja eine kleine Portion Linsengulasch. Jetzt hat er sich noch glutenfreies Brot gewünscht. Das habe ich geröstet. Das ist dünn mit Honigbutter bestrichen und darauf seht ihr Räuchertofu. Der ist teilweise mit Senf bestrichen und dazu gibt es Gurkenscheiben. Am Abend gibt es für die Jungs Chlorella-Presslinge, die sie mit Wasser einnehmen. Als erstes am Tag starten die Jungs wieder mit einer kleinen Portion grüner Saftkomplex und Spirulina-Pressling. Heute gibt es eine etwas außergewöhnliche erste feste Mahlzeit für meine Jungs, für jeden einen Raw-Bite-Riegel. Dieser Riegel ist der absolute gekaufte Lieblingsriegel von meinem Jüngsten und er wollte gestern Abend schon einen Riegel essen, hatte so den Wunsch geäußert, dann ging es ihm aber nicht so gut, hat dann Fieber bekommen, hatte über Nacht auch hohes Fieber, das ist jetzt total weg, ihm geht es wieder gut. Er wachte heute auf und sagte als erstes, jetzt will ich aber meinen Raw-Bite-Riegel essen und den bekommt er jetzt auch und sein Bruder hat dann auch gleich den Wunsch gelegt, auch einen Raw-Bite-Riegel zu essen. Dieser Riegel besteht aus Datteln, Rosinen, Cashewnüssen, Mandeln und Kakao. Diese Riegel gibt es bei uns in Bioläden, in einigen Bioläden. Ihr könnt sie aber auch online bestellen. Wir bestellen zum Beispiel ab und zu bei Jurassic Fruit tropische Früchte oder Cassia Fistula zum Entgiften oder Lavaerde für die Haare. Und Jurassic Fruit hat auch Raw Bite im Angebot. Auch die Rohkost-Lieblingsschokolade meiner Jungs Nukao. Da gibt es, soweit ich mich erinnern kann, alle Sorten von Nukao und Raw Bite. Und für alle, die das erste Mal bei Jurassic Fruit bestellen, gibt es auch einen Rabatt von 10% auf die erste Bestellung. Ihr findet diesen Rabattcode unten in der Infobox oder im ersten angepinnten Kommentar. Das ist die nächste Mahlzeit für meine Jungs. Es gab jetzt eine längere Verdauungspause nach dem Raw Bite-Riegel. Für meinen Ältesten, für den Simon, gibt es Orangenscheiben und filetierte Grapefruit Stücke. Mein Jüngster hat sich ein Chia-Milchreis gewünscht. Dazu mixe ich aus Mandelpüree, Datteln, Wasser, ein bisschen Vanillepulver, ein bisschen Zimt, eine Mandelmilch und darin lasse ich mindestens eine Stunde Chiasamen quellen. Und für diesen Chia-Milchreis habe ich diesmal weiße Chiasamen verwendet. Für Simon, meinen Ältesten, gibt es jetzt eine Himbeermilch. Da habe ich einfach den Rest der Mandelmilch vom Chia-Milchreis genommen und einfach mit Himbeeren, mit gefrorenen Himbeeren gemixt. Für Simon gibt es jetzt noch einen Rohkostteller mit Gemüse, Paprika, Gurken, Tomaten, selbstgezogene Linsensprossen, dann wieder sein herzhafter Lieblingssnack aus Kokosnussfleisch, dann ein paar Haselnüsse und etwas selbstgezogenes Grünkraut aus Sonnenblumenkernen und Erbsen. Silas, mein Jüngster, isst jetzt eine Portion Kürbissuppe.
die es gestern schon gab, mit geröstetem Brot. Allerdings ist es diesmal kein glutenfreies Brot. Das mag er nämlich nicht so gerne in seiner Suppe. Diesmal habe ich etwas Dinkel-Vollkornbrot geröstet und in Würfel geschnitten. Für Silas gibt es noch einen Riegel, den hat er sich eben gerade im Konsum ausgesucht. Von Alnatura einen Mandelriegel, der ist allerdings nicht vegan, da ist Honig enthalten. Weiter geht es mit Simons warmer Mahlzeit für heute. Ich habe Hirse gekocht, die habe ich mit ein bisschen Salzsole gewürzt, mit ein bisschen Curry und etwas Mandelpüree ist auch dabei. Dazu habe ich Erbsen und Lauch gedämpft, dieses Gemüse ein bisschen gesalzen und mit Kokosöl vermischt. Und dazu gibt es noch einen fantastischen Fleischersatz. Das ist unreife Jackfrucht, die habe ich in Sojasauce mariniert und dann in Kokosöl angebraten. Heute Abend gibt es für den Kleinen, für den Silas, 8 Chlorella-Presslinge. Das waren 4 Tage Foodery mit meinen Söhnen. Ihr seht, der pflanzliche Anteil ist sehr, sehr hoch. Es gibt auch gerade für meinen Ältesten viel Frischkost. Ich möchte noch erwähnen, mein Jüngster, hatte ich auch schon im Video erzählt, der hat an einem Abend Fieber. Er hatte also am letzten Tag, am 4. Tag, nicht so viel gegessen. Er hatte keinen Hunger, er hat dann dafür mehr getrunken, falls sich jemand wundern sollte. Manchmal gibt es dann auch so Kommentare, das ist ja nicht genug, was du isst, also was ich esse oder was deine Kinder essen. Das ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Es gibt Phasen, da essen die Jungs mehr, es gibt Phasen, da essen sie einfach weniger. Das ist alles flexibel und nicht so beständig. Ich kann auch nicht garantieren, dass ich wirklich alles gefilmt habe, was meine Jungs essen. Vor allem mein Ältester, Simon, der geht manchmal in die Küche und bedient sich an unserem obersten Regal. Da stehen viele getrocknete Früchte, also selbstgetrocknete Apfelstücke oder Ananas, Mango, auch aktivierte Nüsse. Dann bereite ich immer für ihn diesen Kokosticks, diesen herzhaften Kokosnack zu, den ihr auch ab und zu im Video gesehen habt. Da bedient er sich auch manchmal am Glas. Also ich verfolge ja meine Söhne nicht und filme dann alles, was sie essen. Also es kann wirklich sein, dass mal so 1-2 kleine Snacks einfach untergegangen sind. Das war also wieder mal ein Foodery. Ich freue mich über euer Feedback, eure Gedanken zu diesen Inspirationen, die ich euch in diesem Video gezeigt habe. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald, eure Silke.